Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und in dieser Sendung stelle ich Ihnen Persönlichkeiten und Personen vor, die in Berlin eine wichtige Position einnehmen. Und dazu gehören natürlich die Botschafter aller Länder in der deutschen Hauptstadt. Und heute habe ich eingeladen einen besonderen Gast, nämlich Professor Xi. Herzlich willkommen. Er ist Botschafter der Republik China, genannt Taiwan. Und mit ihm ist hier Marc Hauptmann. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU. Aber das Entscheidende ist, er ist in der Freundschaftsgruppe Deutschland-Taiwan im Deutschen Bundestag. Und die ist auch ganz wichtig für Taiwan. Denn Ihr Land, Professor Xi, ist von den meisten Ländern dieser Welt nicht anerkannt, auch von der Bundesrepublik Deutschland nicht. Aber dennoch sind Sie ein enormer wirtschaftlicher Faktor. HTC-Telefone, Acer-Computer, Asus-Computer, Fahrräder, Giant. Ich weiß gar nicht, was es noch so alles gibt. In jedem Automobilhersteller von Benz, BMW und Volkswagen findet man einen Teil von Produkten aus Taiwan. Ja, wirtschaftlich stark, ja. Politisch schwach. Woran liegt das? Schwach ist nicht genug beschrieben. Wir werden isoliert. Woran liegt das? Ihr seid Waisenkinder, nicht? Ja. So sagen einige Leute, ihr seid die Waisenkinder der Politik. Ja, für Waisenkinder gibt es in Deutschland wenig so ein Waisenhaus. Wir sind sozusagen Waisenkinder auch noch obdachlos. Obwohl wir, wie Sie gesagt haben, die Wirtschaft eigentlich sehr stark ist. Taiwan gilt als, so gut ich informiert bin, ist sozusagen die 22. größte Volkswirtschaft in der ganzen Welt. 523 Milliarden Bruttosozialprodukt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, richtig. Ja? Und dafür haben wir eine kleine Insel, die ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. 23 Millionen Menschen, zweimal so groß wie in Bayern. Das heißt, in einem normalen Zustand würde man Taiwan nicht isoliert ausklammern, sondern herzlich willkommen heißen in die UN und in jede internationale Organisation, wo wir unseren Beitrag auch leisten können. Aber warum werden Sie denn so bedroht von Peking? China, weil Taiwan eine Demokratie ist. Wir werden für unsere Demokratie bestraft. Denn die kommunistischen Köpfe in Peking haben immer behauptet, das demokratische System passte nicht in den chinesischen Kulturkreis. Und Taiwan liefert genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Von daher ist Taiwan sozusagen ein Dorn in deren Auge. Und unser Weg ist dann dadurch auch dorniger geworden. Herr Hauptmann, als CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied in der Freundschaftsgruppe Deutschland-Taiwan, muss Sie das doch immer schmerzen, wenn Sie darüber reden, die Bundesrepublik hat keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Und trotzdem machen wir einen enormen Handel mit der Insel, Republik. Also festzuhalten ist, einerseits haben wir eine Ein-China-Politik, die auch für die Bundesrepublik Deutschland bindend ist. Wir erkennen Peking als die Vertretung Chinas an, aber wir haben einen Wertepartner in Asien, jenseits der klassischen Demokratien wie Japan, Südkorea zum Beispiel. Und das ist Taiwan. Taiwan ist ein Wertepartner, weil es hier demokratische Prinzipien gibt, freie, faire Wahlen. Es gibt den Schutz des geistigen Eigentums, Rechtsstaatlichkeit, alles Prinzipien, die uns in Deutschland bestens vertraut sind. Und deswegen pflegen wir jenseits der politischen Beziehung sehr, sehr starke wirtschaftliche, gesellschaftliche Beziehungen mit Taiwan und halten das auch für wichtig, diesen Partner in Asien zu unterstützen. Das Schlimme ist ja, Professor Xi, wenn Sie als Botschafter hier in Berlin sind, Sie dürfen auch in bestimmte Organisationen der UNO nicht hinein, weil Peking Sie daran hindert. Dabei ist das ja für Sie in einem Punkt zumindest lebenswichtig. Viele Flüge gehen über Taiwan, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliege. Ja, Sie können das nicht kontrollieren. Richtig, man spricht ja von dieser ICAO, International Civil, also auf Deutsch heißt International Zivilflugsicherheit. Da geht es eigentlich nicht um politische Ziele, das geht eigentlich um internationale, globale Sicherheit. Ich will sicher fliegen. Richtig, richtig. Und ich kann Ihnen die Zahlen von den Flügen, die über Taiwan, von Taiwan ab, Taiwan anfliegen, da sind sie im Jahr, 53, 5 Millionen, über 5 Millionen Flüge. Und das heißt, 50 Milliarden Menschen fliegen, also darunter sind meistens Nicht-Taiwaner,
die fliegen über Taiwan, fliegen nach Taiwan, von Taiwan aus fliegen dann in alle Welt. Und ja. Sie dürfen das nicht selbst kontrollieren, was über Ihre Insel fliegt? Das würden wir schon, nur wir kriegen ja nie rechtzeitig die aktuellsten Informationen, die man zur Prüfung bei der Sicherheit braucht. Ja, wir sind dann gezwungen, sozusagen um zwei Ecken an die Information zu kommen. Und Sie wissen, Informationen, die wichtig sind, ja, die Informationen, die zu spät kommen, die sind nicht mehr Informationen. Aber in diesem Beispiel, Hauptmann, sieht man ja, wie aberwitzig das ist, was sich da abspielt. Und hat die Bundesrepublik keinen Einfluss darauf, zu sagen, also wir sind auf eurer Seite, wir müssen das ändern? Also ich glaube, es macht einfach Sinn, dass man Taiwan hier in internationale Organisationen einbindet, zum Beispiel bei der zivilen Luftfahrtorganisation, wo es um die Sicherheit von Bürgern beim Reisen geht. Und man kann nicht ein Puzzle aufbauen und ein entscheidendes Puzzleteil verweigern. Und deswegen habe ich mit meinen Kollegen im Deutschen Bundestag dafür geworben, dass Taiwan hier Mitglied wird. Wir haben rund 100 Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die eine Petition unterschrieben haben und fordern, dass Taiwan hier als Mitglied aufgenommen wird, zur Sicherheit und zum Schutz der Menschen, nicht nur aus Taiwan, sondern die in der Region reisen. Professor Xi, Sie haben eben gesagt, das ist an sich ja gar nichts Politisches, sondern das dient der Sicherheit. Von mir auch, wenn ich fliegen will nach Asien. Ja, es müsste doch eigentlich eingängig sein. Ja, das ist Gott leider kein einziges Beispiel. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Ja. Es gibt eine Organisation, die nennt sich Interpol. Ja, also Interpol, genau, ne? Genau. Und Interpol ist übrigens die zweite, die nächste größte Organisation neben UNO. Ja, da sind über 190 Nationen und auch Behörden, Organisationen mit drin. Die finden jetzt von 7. bis, glaube ich, zum 18. November, die finden diesmal in Indonesien statt. Indonesien-Staat. Da ist vor kurzem Taiwans Bitte, daran teilzunehmen, nicht mal als Mitglied, sondern als Beobachter. Mit der Begründung? Mit der Begründung. Ein-Staat-Theorie. Das nicht mal das. Mit der Begründung, China wird es nicht. Ja. Und es geht eigentlich um Bekämpfung internationaler Kriminalität. Ja, jedes Land, der wirklich es ernst meint mit Bekämpfung der internationalen Kriminalität, müsste es eigentlich sich dafür aussprechen, Taiwan aufnehmen. Ja. Das ist ein Schneiden ins eigene Fleisch für die ganze internationale Gesellschaft. Im nächsten Jahr, 2017, im Sommer, im nächsten August, findet die Sommer-Universiade 2017 in Taipei statt. Mehr als 12.000 Athleten aus aller Ländern, aus der ganzen Welt, kommen nach Taiwan. Ja, und dann hier sind wir abgeschnabbert von der Interpol, von den aller möglichen Informationen, die wir zur Bekämpfung der möglichen Kriminalitäten abgeschnitten. Das sagt doch jeder, das sage ich jetzt auch, das denke ich jetzt so, das habe ich ja eher nicht gewusst. Zweitens ist das doch absurd. Und kann die Bundesregierung nichts unternehmen? Scheut die sich? Hat die Angst? Nein, also ich glaube, man muss eine Lösung finden unterhalb der Ein-China-Politik, die für einen Großteil der Länder weltweit bindend ist, auf einer politischen Ebene. Aber man muss ganz praktisch denken. Und praktisch heißt eben, dass man in den verschiedenen Handlungsfeldern, da wo es wichtig ist, die Welt näher zusammenwachsen zu lassen, Informationen auszutauschen, Sicherheit zu generieren zum Schutz der Bürger, dass man hier auch auf ein breites Netzwerk aufbaut. Und da brauche ich alle Puzzleteile. Da brauche ich eben die Vertretungen der einzelnen Länder in diesen Gremien. Und deswegen ist es wichtig, dass auch Taiwan unterhalb dieser Ein-China-Politik als Mitglied dieser Organisationen partizipieren kann. Vielleicht ein kurzes erläuterndes Wort zu dieser Ein-China-Politik. Ja, man hört das überall. Und was Herr Hauptmann gerade gesagt hat, ist korrekt. Nur korrekt, aber insofern, dass es nur ein China gibt für UNO zum Beispiel. Und diese China ist Volksrepublik China seit 1971. Diese eine China-Politik behindert aber nur, dass es nur eine China, dass es nur ein China gibt. Und dieses China ist Volksrepublik China, die ist sozusagen alleinige, rechtmäßige Vertretung
von China. Denn vor 1971, da war Republik China unter Chiang Kai-sheks Regierung auf Taiwan sozusagen. Ja, ab 1971 gibt es nur Vertreter von Volksrepublik China. Was Taiwan anbelangt, da ist eigentlich nicht geregelt von dieser Ein-China-Politik-Resolution bei der UN. Die Chinesen, die haben aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke sozusagen von unserer Perspektive aus gesehen, die ganze Welt terrorisiert, erpresst. Die haben sozusagen diese Ein-China-Politik so weit definiert, dass die Pekinger behaupten, Taiwan, es gibt nur ein China auf der ganzen Welt. Taiwan ist ein Teil von diesem China. Ja. Also die betrachten Taiwan da als eine sogenannte abtrünnige Provinz von China. Und die beanspruchen, die machen dann ihre Anspruch darauf, dass die sogenannte Taiwan-Flagge eine innerchinesische Politik ist. Wir können jetzt tief in die Geschichte eingreifen, aber dazu fehlt uns die Zeit. Die Frage ist ja, wie kommen Sie aus dieser Isolation auch mit deutscher Hilfe heraus? Ja, wie kommen Sie in den internationalen Organisationen, also dass Sie bei Interpol nicht sind? Das macht mich schon stutzig, aber dass Sie in der Luftverkehrsüberwachung nicht sind, das macht mich schon ein bisschen ärgerlich. Ich spreche von der Luft, man kann mal sagen, zum Beispiel der Klimawandel. Ne? Jetzt machen wir eine kleine Werbepause, dann sind wir wieder da mit Professor Schies, der Botschafter von Taiwan, und Marc Kaufmann, der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Südthüringen und Mitglied in der Freundesgruppe Deutschland, Taiwan. Bleiben Sie dran, wir reden gleich weiter. Standard Berlin, heute mit Professor Schies, Botschafter von Taiwan hier in Berlin, und Marc Hauptmann, er ist CDU-Bundestagsabgeordneter aus Südthüringen und Mitglied der Freundschaftsgruppe Deutschland-Taiwan im Deutschen Bundestag. Wir haben eben gesprochen über die politischen Schwierigkeiten, die Sie haben, weil Peking Sie ständig bedroht in Ihrer Existenz. Aber Taiwan ist einer der ganz großen und wichtigsten Wirtschaftspartner der Bundesrepublik Deutschland. Wie geht das zusammen, Professor Xi? Also wir haben zum Beispiel Handelsvolumen mit Deutschland im Durchschnitt in den letzten zwei Jahren beträgt sich auf 15,5 Milliarden US-Dollar, Euro. Und das ist sehr stark. So sagen wir so, Deutschland hat gerade diese CETA mit Kanada Economic Agreement abgeschlossen. Die Handelsvolumen zwischen Deutschland und Kanada ist nicht mal so groß wie von Taiwan. Also bei uns ist 15,5 Milliarden und bei Kanada 15,2 Milliarden. Ja, wir wollen es noch mal erwähnen. Acer, Asus, Giant, HTC, Telefon, alles Taiwan. Von daher haben wir uns gefragt, wenn Deutschland mit Kanada diese CETA abschließen könnten, dann müsste es eigentlich möglich sein, für Taiwan und Deutschland diese bilaterale Investitionsagreement abzuschließen. Warum geht das nicht? Sie waren gerade mit dem Wirtschaftsminister unterwegs in Asien. Ja, hat er auch Taiwan besucht oder macht er das nicht? Ich war gerade mit Sigmar Gabriel auf der Asien-Pazifik-Konferenz in Hongkong, und hier haben wir auch Vertreter Taiwans natürlich auf dieser Konferenz gehabt. In Hongkong. Es waren über 1000 Wirtschaftsvertreter dabei. Man kann ohne Probleme zwischen Taiwan und Hongkong reisen, überhaupt gar kein Problem, auch zwischen dem Festland China und Taiwan. Also die Wirtschaftsbeziehungen sind stark zwischen Deutschland und Taiwan. Das hat auch die Europäische Kommission erkannt, und wir werben auch in Brüssel dafür, dass man ein Investitionsabkommen mit Taiwan in Zukunft abschließen kann und eben auch Investitionsschutz berücksichtigt, weitere Investitionen fördert, um eben diesen wirtschaftlichen Austausch insgesamt zu begleiten. 80% war der Anstieg des Austausches Deutschland mit Asien in den letzten 10 Jahren. Und dem müssen wir Rechnung tragen, indem wir auch sagen, hier wollen wir in Zukunft erfolgreich sein. Und da ist Taiwan ein entscheidendes Puzzlestück. Und dieses bilaterale Abkommen, ist das zwischen der Bundesrepublik Deutschland oder der EU und Taiwan? Der EU. Zwischen Taiwan und EU. Dazu gehören natürlich auch die einzelnen Länder. Wenn man das nicht schaffen kann mit der EU insgesamt, dann kann eigentlich Deutschland auch sozusagen auch als ein Land das gute Beziehung. Das lag mir auf der Zunge, Herr Hauptmann, an Sie gerichtet. Warum machen wir das denn nicht direkt?
weil wir in Europa das Thema Handelspolitik auf eine europäische Ebene transferiert haben. Das heißt, wir in der Bundesrepublik Deutschland verhandeln kein einziges Abkommen mehr. Das macht rein Brüssel. Die zuständige Kommissarin Cecilia Malmström hat das in ihrer Verantwortung als EU-Handelskommissarin. Und von daher werben wir in Brüssel bei der Kommission eben, dies zu berücksichtigen. Wie lange wird das dauern noch mit Brüssel? Wie weit sind Sie? Das würden wir unserem Schicksal überlassen müssen. Aber Herr Brinkmann, Sie haben sozusagen, so habe ich verstanden, Sie haben so die Einstellung der deutschen Regierung zu Taiwan ein bisschen hinterfragt. Ich möchte hier ein gutes Wort für die deutsche Regierung mal legen. Denn trotz der nicht vorhandenen, trotz der nicht diplomatischen Position zu Taiwan hat Deutschland, die deutsche Regierung in vielen Sichten uns, ist die Regierung uns sehr oft, wo es sozusagen den Rahmen nicht sprengen würde, sehr gut entgegengekommen. Es gibt also doch gute Kontakte zwischen den Regierungen. Wir haben Minister hier zu Besuch. Es gibt auch Treffen mit dem Minister, unter dem Minister. Oh, das hätte ich eigentlich sagen dürfen, denn die chinesische Botschaft in Berlin, die würden wieder Protest anlegen beim Auswärtigen Amt. Ja, aber das kennen Sie ja schon dann. Ja, ja, aber wir fordern, also die Taiwaner, wir fordern eigentlich die chinesische Regierung nicht auf. Nur was Demokratie anbelangt, da hat Herr Hauptmann vorhin gesagt, es besteht einen gemeinsamen Nenner zwischen Taiwan und Deutschland. Im Vergleich mit Deutschland zu Peking. Es besteht ein gemeinsamer Nenner, das ist unsere Demokratie. Das ist sozusagen unsere Menschenrechte, auf die wir sehr achten, auf die wir großen Wert legen. Das wird ja noch unterstrichen, denn Ihre neue Präsidentin ist eine Frau. Das ergibt sich schon aus dem Wort Präsidentin. Ja, ja, man verkriegt sich, das ist eine Präsidentin von Taiwan, sozusagen eine Frau Merkel à la Taiwan, ja. Hat man ja gesagt. Und wir haben zum Beispiel, ja, das seit dem 16. Januar dieses Jahres haben wir zum dritten Mal in der politischen Geschichte Taiwans einen Regierungswechsel. Ja, demokratischen Regierung. Demokratische Regierung, ja. Ja. Und das hat natürlich den Chinesen in Peking nicht gerade sehr gut gefallen. Ja. Also wie kommt denn, man hört ja, dass Ihre Präsidentin da einen sehr energischen Kurs politisch fährt. Die ist eigentlich ziemlich, meiner Ansicht nach, sie ist eigentlich streng geblieben bei dem Prinzip der Demokratie. Die Zukunft von Taiwan soll nur von den Taiwanern entschieden werden. Sie hat sich dafür ausgesprochen, die Beziehung zu China so gut es geht zu pflegen. Man schließt eine mögliche Wiedervereinigung auch nicht aus. Die Voraussetzung ist natürlich, dass so. Aber unter der Überschrift von Taiwan dann. Natürlich. Ja. Demokratisch. Das muss zum Beispiel Recht, Freiheit und Einheit. Ja. Genau haben wir ein gutes Beispiel mit Deutschland. Ja. Aber bei einer Demokratie so, dass die Bevölkerung, das Volk, das heißt dem deutschen Volk, bei uns dem taiwanischen Volk, die Leute, die Menschen entscheiden über ihr Schicksal. Und das sehen wir, dass die Chinesen sich nicht daran halten mit diesem ein Land, zwei Systeme. Aber es wird natürlich in Ihrem Freundeskreis diese Linie auch vertreten, nehme ich mal an, Demokratisierung von Taiwan. Und natürlich nicht Unterwerfung. Also Demokratisierung Taiwans braucht es nicht, weil Taiwan ist eine Demokratie. Und ich wollte sagen, weitere Demokratisierung. Ja, und diesen Prozess hat man in den letzten Jahren in einer exzellenten Art und Weise gesehen, wie auch friedlich Regierungen wechseln können. Das macht uns Mut. In Asien übrigens ist das keine Regierungsform, die für selbstverständlich gehalten werden kann. Schauen Sie nach Nordkorea, schauen Sie aber auch nach Peking, wo wir doch mit Sorge beobachten, dass sich für die Zivilgesellschaft auf dem Festland in China doch starke Verschlechterungen ergeben haben. Und wir hatten gerade das Thema Wirtschaft angesprochen. Der deutsche Wirtschaftsminister hat bei seiner China-Reise jetzt auch deutlich gemacht, dass Investitionen keine Einbahnstraße sind. Wenn Investitionen von chinesischen Firmen in Deutschland getätigt werden können, dann muss es die gleiche Form von Freiheit auch auf dem Festland China geben. Das ist aktuell nicht der Fall. Das müssen wir ansprechen und da sind wir auch im Dialog. Und hierbei zu sagen, man hat mit Taiwan doch ein Beispiel geschaffen, wo das gut funktioniert,
und wo wir gut zusammenarbeiten, auch zwischen Deutschland und Taiwan, daran sollten wir immer erinnern. Das soll auch so bleiben. Vielleicht will noch mal ein paar Worte dazu. Demokratie und Wirtschaft, unsere Präsidentin Tsai Ing-wen. Ihr ist es natürlich klar bewusst, dass eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie ohne florierende Wirtschaft schlecht geht. Ja? Von daher hat sie auch großen Wert darauf gelegt, innenpolitisch. Wir haben zum Beispiel, wir wurden aus Taiwan zum Beispiel ein asiatisches Silicon Valley, wir wollen Biomedizin, Smart Machinerie und zum Beispiel auch Verteidigungstechnologie und so weiter. Ja? Vor allen Dingen, das alles wird auch in Taiwan produziert, was wir gerade gemacht haben, die Technologie. Und ich kann nur sagen, fahren Sie mal hin nach Taiwan. Es ist toll, allein touristisch, wenn wir da zum Abschluss noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja. Sie haben ja viele Bilder gesehen, ja, im Rahmen dieses Gesprächs, und es ist einfach toll. Ich meine, ich war mal da, ja, und ich kann nur sagen, es ist eine wunderbare Insel, Sie zu besuchen. Ich war ja noch länger da als Sie, glaube ich. Ja. Und ich kann nur dafür werben. Also landschaftlich. Aber er vielleicht noch länger. Nein. Ja, er ist mal da gewesen. Ja. Ja. Landschaftlich, wie sind Sie gefahren her? Ja, Hauptmann. Ja, sehr schön. Also man kann das, was Sie gesagt haben, nur unterstreichen. Ein Besuch lohnt. Ein Besuch lohnt aus vielerlei Gesichtspunkten. Natürlich wunderschöne Naturgegebenheiten, aber auch kulinarisch sich darauf einzulassen und Erfahrungen zu sammeln. Taiwan ist eine Reise wert. Und das ist super. Wieso nur einer? Zwei. Doch wenigstens einer. Also, erklären Sie mal das Foto, das wir gesehen haben, ja, oder sehen während des Gesprächs, der See. Das ist ein besonderer See, an dem man am liebsten. Ja, zum Beispiel, da gibt es dieser Nanham, der wird bekannt, Sun Moon Lake, also Sonnenmondsee. Mhm. Ja, und das ist, es lohnt sich mal, zum Beispiel, wenn man heiraten will und dort seine Hochzeit hält, beziehungsweise Friedenwohl dort verbringt. Es lohnt sich selbst für die verheirateten Leute, sich mal scheiden zu lassen und nochmal Friedenwochen da zu verbringen. Lohnt sich auf jeden Fall. Je öfter aber Sie am Mond sind, umso öfter rate Ihnen Sie davon ab, heirate lieber einmal und genießen. Genau. Ja. Was muss man noch unbedingt sehen, wenn man nach Taiwan fliegt? Also die Landschaft in der Mitte, am Berg, an der Küste. Und wir haben dort auch so ein Vielfalt von kulturellen Angeboten. Wir haben Tradition Chinesisch, wir haben Taiwanisch und Modernes, Taipei 101 zum Beispiel. Wir haben auch viele kulturelle Angebote, Theater, Straßenbühne und so weiter. Da gibt es eine Menge. Und also das war mal das größte Hotel in Taipei, 101, glaube ich, heißt das, nicht? Ja, es ist kein Hotel, also dieses Gebäude. Dieses Gebäude, ja. Irrsinnig hoch. Jetzt ist es, glaube ich, das vierthöchste, nicht? Oder fünfthöchste? Ja, einmal Nummer eins. Ja, aber einmal war es Nummer eins. Ja, ja, aber trotzdem, ich glaube, man sieht in Taiwan, man tritt in Taiwan auf ein gemischtes Ding von Art und Kultur, moderner Technologie, lebenswürdigem. Oolong-Tee. Den können Sie auch in Berlin kaufen und schon mal genießen und dann sich die Sendung angucken und von dem Mondsee schwärmen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Professor Xi, Botschafter von Taiwan, und Marc Hauptmann, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied der Freundesgruppe Deutschland-Taiwan. Und vielen Dank Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Sie können diese Sendung noch einige Male sehen in der Wiederholungsschleife bei TV Berlin und natürlich im Internet, etwa ab nächster Woche. Und dann fahren Sie mal nach Taiwan, legen Sie ein bisschen in die Spardose und dann ab nach Taiwan in die wunderbare Insel. Herzlichen Dank, dass Sie beide da waren. Vielen Dank Ihnen und tschüss.